Hallo und willkommen heute zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Wir werden heute ein bisschen Spannungsteiler durchbesprechen und natürlich noch einiges mehr rechnen. Also, wir haben hier schon mal eine wunderschöne Schaltung und ja, wir kennen schon die grundsätzlichen Bauteile. Also hier haben wir mal einen Widerstand. Was ist das? Ein Widerstand mit drei Anschlüssen? Alles klar? Nein, das gibt es wirklich. Das ist ein Potentiometer. Ein Potentiometer ist ein elektrisches Widerstandsbauelement, dessen Widerstandswerte mechanisch durch Drehen oder Schieben veränderbar sind. Es hat mindestens drei Anschlüsse und wird vorwiegend an stetig einstellbaren Spannungsteiler eingesetzt. Zur Information, das Potentiometer wurde 1841 vom deutschen Physiker Johann Christian Poggendorf erfunden. Also, hier haben wir ein Potentiometer, sprich wir können es zwischen 0 und 100 Ohm stellen, also entweder keinen Widerstand oder 100 Ohm, alles dazwischen natürlich. Und wir wollen heute den Strom hier ausrechnen, den Laststrom über den Lastwiderstand RL' mit 18 Ohm und zum Schluss noch die Spannung, die hier dann abfällt. Ja, eine Eingangsspannung 30 Volt und das ist eigentlich alles, was wir haben. Jetzt zeichne ich mal kurz ein Ersatzschaltbild, dann kann man sich das Potentiometer noch ein bisschen besser vorstellen. Also, hier habe ich das jetzt schon mal aufgezeichnet. Also, wir haben hier einen Widerstand R', und hier einen Widerstand R2'. Und da geht eine Leitung hier zum Widerstand RL' her. Und wir möchten das Ganze im Verhältnis R' zu R2' einmal mit 1/2, 3 Viertel und 1 berechnen. Natürlich kann man das mit allen anderen Werten auch, aber ich nehme jetzt mal diese hier zur Demonstration. Also, was heißt das jetzt? Das sind die Verhältnisse zwischen diesen zwei Widerständen, also sprich beim Potentiometer. Wir haben einmal hier 50 Ohm und hier auch 50 Ohm, weil 1 zu 2, dann 3 zu 4, 25, 75 und 1, 0 und hier 100. Das sind die einzelnen Widerstände und die möchten wir jetzt berechnen. Also, wir möchten mal mit dem ganz normalen Strom anfangen. Also, unser I, was ist das? Wir brauchen zuvor mal einen Ersatzwiderstand, R-Gesamt-Ersatz, wie auch immer. Denn wir möchten den Eingangsstrom hier ausrechnen. Und den Eingangsstrom können wir schön mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen, U durch R, aber wir haben kein R, wir haben nur viele Einzelwiderstände und die möchten wir jetzt zusammenfassen. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wie man das Ganze schön zusammenfasst. Also, unser R-Ersatz ist dann der R2' und den RL' schalten wir parallel. Und wird zusammen, also addiert in Reihe mit R'. Das heißt, wir haben 50 mal 18 durch 50 plus 18 in Klammer plus 50. Ja, da kommt dann ein Wert von, kann ich nicht lesen, so, von 63,25 Ohm. Heraus. Das ist jetzt mal unser wunderschöner Ersatzwiderstand für das Verhältnis 1 zu 1. Da können wir uns jetzt I ausrechnen, denn I ist U durch unser R-Ersatz. Also 30, U0 ist 30, dividiert durch 63,25 und unser Strom ist 0,47 Ampere. Nice! Wie läuft das jetzt mit den anderen ab? Also, wir haben wieder ein neues R-Ersatz, denn wir ändern ja die Widerstände. Jetzt haben wir unsere 75, diesmal mit 18 parallel, plus die 25. Also, 75 mal 18 durch 75 plus 18 und das Ganze plus 25. So, und da kommt dann 39,5 heraus.
So, und jetzt wieder I, U durch R-Ersatz. Diesmal halt das, sprich die 30 durch die 39,5 und da kommt dann ein Wert von 0,76 Ampere raus. So, und jetzt zum finalen Ende von der ersten Teilrechnung. R-Ersatz ist was? So, 100 parallel zu 18 plus 0, denn oben haben wir ja eingestellt im Potentiometer 0. Also dann haben wir unsere 100 mal 18 dividiert durch 100 plus 18 plus 0 und da kommt dann ein Wert von 15,25 raus. Und unser Strom ist dann 1,96 periodisch Ampere. Wunderschön. Wieder gleich hier, wie hier oben ausgerechnet. So, jetzt nehme ich mal ein neues Blatt Papier, weil wir keinen Platz mehr haben. Und jetzt möchten wir unser IL und UL ausrechnen. Man kann es, ja egal, ich mache es jetzt mal mit UL zuerst, denn das ist einfacher. Also, unser UL, da brauchen wir den Spannungsteiler. Grundsätzlich der Spannungsteiler, die Eingangsspannung ist 30. Und jetzt müssen wir natürlich mal den Widerstand, aber welchen Widerstand? Das ist jetzt ziemlich interessant. Also hier kommt unsere 50, also 50er Wert hin. Warum? Also hier haben wir oben den Widerstand 50. Wir wollen die Spannung hier ausrechnen. Darum müssen wir den nicht durchflossenen Widerstand nehmen. Und der ist hier 50, unser Eingangswiderstand. Kommt oben hin und unten dividiert durch den gesamten Widerstand. Das heißt, wir müssen 50 mal 18 dividiert durch 50 plus 18 und noch plus 50. Also, das kennen wir ja schon. Das ist einfach die zwei hier zusammengezählt und plus die 50, dass wir hier den oben auch noch haben. Da kommt dann ein Wert von 23,7 Volt heraus. Und da sehen wir jetzt UL, das UL' und dass wir jetzt UL auch herausbekommen, müssen wir unser U0 minus UL, UL' rechnen. Und da kommt dann ein Wert von 6,28 Volt heraus. Wunderschön. So, und jetzt gehen wir auch schon zum Dreiviertel. UL Strich ist dann wieder unsere 30 mal den 25, denn unser Widerstand hier oben ist ja 25, dividiert durch unsere 75 mal 18, dividiert durch 75 plus 18, wieder plus die 25. Und da kommt dann ein Wert von 18,98 heraus. UL ist gleich U0 minus U. L', was wir hier oben ausgerechnet haben. Und da kommt dann ein Wert von 11,02 Volt heraus. Perfekt. So, und jetzt zum Abschluss noch unser UL ist gleich UL'. Warum das werden wir gleich erfahren. Also, die Eingangsspannung ist wieder die 30. So, gehen wir nochmal hier oben hin zu dem Ersatzschaltbild. Wir haben hier oben 0. Hier haben wir 100 und hier 18. So, was kommt jetzt da oben hin? 0. 0 dividiert durch unsere 100 mal 18 durch 100 plus 18 plus 0. Ja, das Ganze ist 0. Da kommt 30 Volt raus. Und warum das jetzt? Ja, 30 U0 minus UL' 30 minus 30. Ja, ich glaube nicht, dass hier 0 Volt durchfließen. Das ist eher unwahrscheinlich. Darum ist hier in diesem speziellen Fall UL das gleiche wie UL'. So, das nächste haben wir schon ausgerechnet. Und jetzt ist es ziemlich easy, denn wir brauchen noch unser IL. Das haben wir hier heroben.
ULILRL'. Ich glaube, mehr muss ich nicht mehr dazu sagen. Wir kommen zum Ohmschen Gesetz, wieder mal am heutigen Tage. Wunderschön. Also, unser IL ist I ist U durch R. IL, darum UL durch RL'. Haben wir hier 6,28 durch 18 ist 0,35 Ampere. Das gleiche haben wir mit 11,02 durch 18 sind 0,61 Ampere. Und jetzt wird es interessant, denn wir packen die 30 durch die 18 und das sind 1,67 Ampere. Genau genommen 1,6 periodisch. Aber ich habe mir die Freude genommen und das Ganze mal ein bisschen gerundet. Also, wie ihr seht, das ist ganz, ganz einfach. Einfach nur Strom, Spannungsteil in diesem Fall und das Ohmsche Gesetz, dann hat man gewonnen mit dieser wunderschönen Schaltung hier. Ich hoffe, euch hat das was gebracht. Lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Aber würde ich mich freuen, bei Fragen gerne in die Kommentare heißt das genau. Das ist ganz neu bei YouTube Kommentare. Wir sehen uns, viel Spaß beim Lernen, haut rein und ciao.